Hey, Ricky, ich bin bei Camp Pioneer und hier ist ein verdammter Krieg ausgebrochen. Was ist da los? Sind auch Leute von uns da? Nein, ich glaube nicht. Als ob sie Freaks abknallen. Keine Sorge, ich finde den Kerl schon. Verdammt! Freaks! Wer war das? Hier ist jemand. Okay, Red, wo zum Teufel steckst du? Krabbler. Oh, ja, sie töten Krabbler. Okay, was ist das? Okay, ja, ja, Zigarettenstumme, ja. Das ist gut. Ich glaube, ich habe jemanden gesehen. Stiefelabdrücke. Ah, die sehen aus wie Rückzug, die Art Rückzug. Und die schicken Freaks lassen wollen. Irgendwann muss du stehen bleiben. Hör, töte ihn! Endlich! Dich, Drifter! Ja. Das ist Tabaksaft. Red Riley, du bist ein ekelhafter Typ. Mehr Stiefelabdrücke, hier lang. Nachladen. Holzkiste. Was ist da? Stiefelabdrücke. Wer entkommt uns? Ich rück vor, ich brauch Deckungsfeuer. Warte, ich komm dich holen. Weißt es nur nicht! Hey! Freaks! Freaks! Leck mich! Freaks! Oh, gut, Urin. Ja, wenn man muss, dann muss man. Zum Teufel hast du dich versteckt, Red. Er muss hier irgendwo sein. Ah, bloß weg! Da war doch was. Boah. Zum Henker machst du da? Ah!
brauchst das nicht mehr. Was ist das? Was geht's? Hey. Hm? Bewegt sich was? Was redest du denn da? Da sind Männer! Freaker! Versteckt euch! Freaker! Scheiße, das war's! Versteckt euch! Sitzt euch weg! Oder? Wir sind unterwegs! Flankiert ihn! Hier, ich bin bei Camp Pioneer und hier ist ein verdammter Krieg ausgebrochen. Was ist da los? Sind auch Leute von uns da? Nein, ich glaube nicht. Klingt, als ob sie Freaks abknallen. Keine Sorge, ich finde den Kerl schon. Dicken Ende. Gesehen. Was redest du denn da? Wer ist da? Oh. Tötet sie! Bring den scheiß Kerl um! Erstmal musst du stehen bleiben. Ja, setzt ihn fest! Ich zieh mich zurück! Freaks!
Vielleicht in einer dieser Hütten, ja? Sie hat's verdient. Wo steckst du, Mann? Sie hat rumgestänkert. Ich will dich nicht töten, Drifter! Verdient! Aber ich muss! Was zum Henker machst du da? Tja, das waren jetzt 12 Minuten, ohne dass er mich vergöttert hat. Schrott. So ein Scheißdreck, Alter. Mach mal. Ich verstehe das nicht. Ich habe vorhin noch was aufgenommen. Oh, also echt, ey. Glaubst du mir, momentan habe ich echt die Schnauze voll. Ich habe vorhin 20 Minuten aufgenommen. Spinn das Programm rum. Dann. Also, was heißt das rumsponnen? Ich hab die Aufnahmetaste gedrückt, aber das Programm sagte so, Computer sagt nein, er speichert nicht ab. Dann frage ich mich gerade, wo ich hinfahre. Ach toll, mein Tank ist gleich leer, leck mich. Gott, wie viel hält's noch aus? Oh shit. Oh shit. Roll! Roll! Los, roll da runter! Ja! Hui! Oh scheiße, ich bin voll am Arsch, ne? Hey, du hast mich doch gar nicht erwischt, hör auf, weil das erzählen. Komm, du bist auch dran. Oh, oh, aua. Sind wir jetzt fertig hier? Verdammte Scheiße, und ihr habt jetzt hoffentlich verdammtes Benzin für mich. Das ist ein Scheißwitz, oder? Ich hasse mein Leben. Oh fuck, der wird mich jetzt so abschlachten. Das ist ein scheiß Lager, Alter. Sag mir doch, dass das hier Benzin hat. Hä, wo ist der? Greift er mich gar nicht an? Finde ich gut, ich lauf mal los. Na komm schon, du bist es doch auch. Boah, die Waffe ist schon hart. Richtig hart. Wenn ich die Zeit hätte, hätte ich die ersten 12 Minuten neu vertont oder einfach nochmal neu aufgenommen, aber momentan fehlt sie mir leider ein bisschen. Ja, aber gut. Das ist nun mal so. Weißt, ein paar Meter ist bloß braucht. Ja, dann laufen wir hier halt ein bisschen rum.
Ich habe übrigens gelesen, man bekommt diese Mission ja nur auf dem Bike. Das heißt, du bist in dem Dorf. Oh ja, danke, dass du für mich diese Mission gemacht hast. Super geil, da kriegst du Punkte für. Jetzt mach's gut. Dann fährst du 5 Meter und dann... Und dann, oder was heißt hier 5 Meter? Teilweise bist du ewig weit dann weg und dann... Oh ja, wir haben eine Mission für dich, komm doch mal vorbei. Dann kannst du wieder zurückfahren und kannst die ganze Scheiße dir wieder anhören. Man kann sich in Mülltonnen verstecken. Und die ist scheinbar wie die anderen und du das ganzen Tag über bloß an ihrem Bike schrauben. Hey Ricky, ich hab ihn erwischt. Deacon, das ist gut. Lindsay hatte ein paar gute Freunde. Ich sag's ihnen. Ja, okay, wir sehen uns dann, Ricky. Hier ist Krieg ausgebrochen. Dich auszuschalten, dann bist du schon tot. Du weißt es nur nicht. Lava unter dem Gestein. Fahre zur Position. Ich kann auch einfach hinlaufen. Ich meine, das ist 5 Meter weiter, verdammte Scheiße. Gut 75 Meter. Dick? Ich habe über deine Worte nachgedacht, was man machen könnte. Etwas Sinnvolles zum Besseren fürs Camp. Ich höre. Hast du etwas Zeit? Ich will dir was zeigen. Ja, ein bisschen Zeit hätte ich. Wo wollen wir hin? Jetzt muss ich selber laufen. Warst du schon mal bei den Höhlen nördlich des Sees? Ich kenne sie. Na los, mal sehen, ob du mithältst. Okay, los geht's. Und wir traben jetzt dahin. Ich habe heute sowieso Sumpfdienst. Ich muss nachsehen, ob irgendwelche Freaks da im Matsch feststecken. Wann warst du das letzte Mal hier oben? Vor ein paar Jahren, glaube ich. Als ich klein war, wohnten wir in der verdammten Höhle. Mein alter Herr hielt sich für einen Geologen. Scheinen einige zu sein. Freaks, die in Schlamm stecken, meine ich. Ja, klingt so. Ja, lass mich das machen. Okay. Wo muss ich dir gehen? Ab dich. Kann ich die einfach so abschlachten? Ach, warte mal, das können wir so machen. Oh, die sterben mit einem Schlag. Ich glaube, Skizzo hat einen neuen Mann für den Job. Du weißt, was Skizzo mich mal kann. Jedenfalls, wie gesagt, er konnte ewig darüber reden, wie sich die Außenwände der Höhlen aus erkalteter Lava geformt haben, während in ihrem Inneren noch heiße Lava unter dem Gestein floss. Die großen Höhlen zogen die Touristen an. Die Metolius-Höhle da oben und es gibt noch viel mehr. Hier ist alles voller Höhlen. Okay, okay, wir nähern uns dem Highway. Leise jetzt. Mann! Deshalb hast du mich hergebracht? Für den Gestank dieser verdammten Freaks? Ja. Okay. Komm schon, mir nach. Halt! Dir nach? Wo wollen wir denn hin? Vertrau mir. Komm. Geh nicht zu nah ran. Bleib unten. Alter, was für eine Masse. Hier, Dick. Das ist doch bescheuert, selbst für einen verdammten Drifter. Warte. Weißt du noch, was du mir über die Touristen erzählt hast, die im Sommer aus Kalifornien kamen und den Highway und die Interstate verstopft haben? Ja, im Juli stanken die Leute hier fast so übel wie die Freaks. Tja, mit einer Sache hattest du recht. Diese Freaks, die großen Gruppen, die manche Horden nennen. Ich glaube, sie sind der Grund, warum sie nicht weniger werden. Wie meinst du das? Denk doch mal drüber nach, Mann. Ich gehe da draußen schon seit über einem Jahr auf die Jagd. Busa ebenso. Und Ricky, Skizzo, ein paar andere. Und wie viele Freaks habe ich wohl schon getötet? Ein paar, ja. Aber es werden irgendwie nie weniger. Und das heißt? Es sind diese Horden.
Jede Nacht ziehen sie in endloser Reihe über den Sentium Highway. Tausende von Freaks. Sie strömen ins Lost Lake-Tal, nach Norden in die Cascades. Und du glaubst, sie kommen aus Kalifornien? Der Highway ist zu. Es war seit Jahren niemand mehr südlich vom Sentium Pass. Für die Horden ist er nicht zu. Wir kommen wegen der Freaks nicht durch. Wie auch immer, der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass jede Nacht Horden hier durchkommen und wir nichts tun können, um sie zu stoppen. Ja. Tja, da hast du wohl recht. Ich habe bei dem Versuch viele Männer verloren damals. Ja, ich weiß. Ich war dabei. Und aus jeder Horde, die hier durchzieht, wandern ein paar ab oder sie verteilen sich aus irgendeinem Grund und... Und dann überall Freaks, soweit das Auge reicht. Man muss sie nicht sehen, um zu wissen, dass sie hier sind. Wir müssen die Horden irgendwie daran hindern, hier durchzuziehen. Vielleicht können wir dann ihre Zahl reduzieren. Es sicherer machen. Mehr Land gewinnen und bewässern. Ja. Okay, und wie machen wir das? Du weißt verdammt gut, dass du keine, wie sagtest du, Horde angreifen kannst. Ihr Geheimnis. Ich will verdammt sein. Ja. Sie sind den ganzen Tag über hier. Sie überwintern oder was zum Teufel Freaks tun. Also, woran denkst du, dass wir... Yep. Wir jagen das Ding hoch. Bisschen Dynamit da, da und da. Wir lassen den ganzen Scheiß einstürzen und schließen sie ein. Ja, so schließen wir ein paar hundert ein. Und was soll uns das bringen? Nein, du verstehst nicht. Wenn die Höhle dicht ist, dann haben sie keinen Schlafplatz mehr. Und wenn das verpisste Drecksloch austrocknet und nicht mehr stinkt, dann kommen keine neuen. Okay. Okay, das klingt gut. Okay, los, erstmal zurück. Gut, meine Knie sind aufgewärmt. Mal sehen, ob du mithalten kannst. Ja, okay. Erzähl mal, wie bist du in der Außenwelt ein Experte für Freaks geworden? Verbringst du deine freie Zeit, damit sie zu verfolgen? Zu beobachten, wie sie ticken? Nicht ganz. Woher weißt du das denn alles? Was eine Horde gerade vorhat, wo sie schläft? Vor ein paar Tagen war ich nördlich vom Belknap-Krater, als ein Heli vorbeiflog. Ein Heli? Was zum Teufel? Hör mir einfach zu. Es war ein schwarzer Heli. Einer von diesen Nero-Hubschraubern, die überall unterwegs waren, als alles den Bach runterging. Und du hast einen gesehen? Ich bin ihnen nach. Hab ein Funkgerät geklaut, hab sie verfolgt, wollte sehen, ob sie eine Basis haben und Vorräte. Mann, ich wollte wissen, ob die Cops noch leben. Weißt du, was ich meine? Die machen hier draußen irgendwas mit den Freaks. Sie untersuchen sie oder so. Dafür haben sie die Ressourcen. Während wir hier verhungern und ums Überleben kämpfen. Ich bin ihnen hoch zu den Grottenhöhlen gefolgt. Kennst du die? Ja. Sie haben da Bewegungssensoren und zählen, wie viele Freaks tagsüber in der Höhle sind. Und, Mike, es waren Tausende. Tatsächlich. Sie sagten, alle Freaks beim Cascade-Gebirge südlich vom Crater Lake und im Norden hoch bis Smith Rock, alle nutzen diese Höhlen für den Ruheschlaf. Also... Wenn wir diese Höhlen sprengen, dann sind es vielleicht ein paar weniger. Oder eine Horde überschwemmt das Scheißland. Hey, diese Idee von dir, gar nicht übel, aber um sowas hinzukriegen, bräuchte man richtig viel TNT. Du sagtest, du willst Lost Lake sicherer machen und genauso wird es gehen. Okay. Okay, hör zu. Ich muss noch was erledigen, okay? Triff mich doch bei der Brücke. In ein paar Minuten. Ich weiß, wo wir was finden. Geht's jetzt weiter? St. John. Ah, okay. Oh, was wird denn das Gizzo jetzt? Du solltest vor einer Stunde bei der Farm sein.
Ich hab gehört, da wartet eine Schaufel auf dich. Ja, Skizzo, ich hab zu tun. Also, Iron Mike und ich wollten gerade losfahren. Iron Mike und du? Du bewegst deinen Arsch heute dahin. Oder du und dein verkrüppelter Freund landen in der Außenwelt. Kapiert? Dann steckt ihr richtig in der Scheiße. Ey, ich kümmere mich drum. St. John, Ende. Oh Gott, ich hasse den Typen. Darf ich den umbringen? Ich hoffe, der stirbt. Stirbt er? Ich will wissen, ob der stirbt. Ich hoffe, der stirbt. Ja. Sorry für die ersten 12 Minuten. Oder schneide ich das raus? Ich bin unsicher. Vielleicht schneide ich es raus. Dann wisst ihr gar nicht, dass da... Ja, wobei, dann sind es auch nur 16 Minuten, ne? 14 Minuten. Ja, sagen wir einfach so, sorry dafür, dass da kein Ton war. Dass ihr mich nicht hören konntet, weil heute ist alles für'n Arsch. Wortwörtlich, für'n Arsch. Ja. Aber ich wollte euch jetzt auch nicht ohne Folge lassen, also bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, wenn ich dann wieder mehr Zeit habe und Wochenende ist und ich aufnehmen kann. Macht's gut und Servus.